Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 13 mit Glasgow Rangers in der dritten Saison und hier heute im Part Nr. 133 und ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier an diesem Freitag, denn wir haben heute Freitag, den 6. März 2015 und heute steht die Partie hier an gegen HJK Helsinki im Playoff zur Europa League, das Hinspiel. Im letzten Part habt ihr das 3:3 Unentschieden gesehen gegen Celtic Glasgow. Und das wollen wir wegmachen hier mit einem guten Spiel heute in der UEFA Europa League mit unserem irischen Dreiergespann Grealish, Doyle und Daly. Wollen wir heute hier ein tolles Spiel zeigen hier im Playoff. Die weiteren Partien könnt ihr links entnehmen. Apoel Nicosia gegen Dynamo Kiew, Celtic Glasgow gegen Espanyol Barcelona. Valencia gegen Ajax Amsterdam, Partizan Belgrad gegen Feyenoord Rotterdam, wo der derzeitige Trainer Fred Rutten zum Saisonende zurücktreten wird. Dann sehen wir hier die Partie Fenerbahce gegen Manchester City, Heart of Midlothian gegen Lech Posen und Celtic ja mit der schwierigen Aufgabe gegen Espanyol. Dann würde ich sagen, geh mal rein, Textmodus. Und sagen unserer Mannschaft heute, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Und damit auf geht's, Glasgow! So, mit den Klängen von Albert Ross darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen hier im Ibrox Stadium zur Partie Glasgow Rangers gegen HJK Helsinki. So, die ersten 10 Minuten passieren nichts. Die erste Chance für uns. Auf der linken Außenbahn konzentriert sich alles auf den ballführenden Jack Relish, der einen Strafraumpass, wo Ian Black völlig frei ist. Aus 17 Metern geht sein Schlenzer allerdings ein gutes Stück am Ziel vorbei. Aber wir haben gleich die Chance. Ian Black passt auf Barnetta, er auf Kevin Doyle. Dieser überwindet Keeper Sakko Eriksson, doch er befand sich zuvor im Abseits, sodass das Tor nicht zählt. Schade. Wäre hier ein prima Start nach Maß gewesen. Schöner Übersteiger da von Jack Relish gegen Michael Mattia. Ganz einfach geht er da an ihm vorbei. Aber es war's auch schon. Relativ harmloser Beginn hier. 19. Minute, ein gefährlich vorgetragener Angriff von HJK Helsinki. Dann aber Aristide Bonsee mit einem unkonzentrierten Abschluss, der nur zu einem Abschluss führt. Und ihr habt es ja im letzten Part gesehen. Domenico Berardi hat uns verlassen in Richtung FC Fulham für 8,5 Millionen und wir werden jetzt in dem Part hier seinen Nachfolger verpflichten, entweder Christian Atsu oder Stephen Naismith. Und wir haben das 1:0 hier durch Pavel Olkowski. Yes! Badabam, 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 badabam. Da hören wir sie wieder, die Hoffenheimer Torhymne. Da, 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 da. Bonsee liegt steif für Matila auf und Cameron Bell klärt hier aus 25 Metern vorne am eigenen Tor hier. Die Gangart von Helsinki wird rauer und die nächste Chance für Helsinki. Rantala bringt den Ball hoch nach innen, Bonsee setzt sich gegen McGregor durch. Der Ball kommt zu Silvan, oh nein, Ausgleich! Badabam. Demba Savage mit dem Ausgleich. In der 27. Spielminute. Das Lied könnte mal ausgehen hier. Dü dü dü. Da da bam bam ba da bam. 33. Jack Relish lässt einen langen Bass von der Brust abtropfen, dreht sich und schießt ohne Fuch aufs Tor zu schauen. Starke Aktion. Doch Sakko Eriksson ist auf dem Posten. Da machen die Helsinki-Leute hier den Ausgleich. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Jetzt die Ecke von Pavel Olkowski und John Daly gehen auf den Torwart. Sakko Eriksson hat keine Mühe. Ist natürlich sehr ärgerlich. Damit haben die Finnen das wichtige Auswärtstor. Und stehen damit auf jeden Fall mit breiter Brust dann im Heimspiel. Barnetta flankt von links hoch in den Strafraum der HJK-Spieler. Daly ist eher am Ball gegen Holmen, der ihn anschließend eigentlich von den Beinen holt. Schiedsrichter Frieda Adolf hat aber kein Foul gesehen, lässt weiterspielen. Das Spiel wird pünktlich beendet. 1:1 geht's hier rein in die ersten 45 Minuten. War jetzt alles andere als toll, die Partie hier. Aber naja, müssen wir jetzt eben mit leben, dass die Helsinki-Leute hier den Ausgleich gemacht haben. Halbzeitansprache, ich weiß, dass ihr das besser könnt.
Weil das können wir auch. Haben wir schon des Öfteren bewiesen, dass wir es können. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ferbic möglicherweise mit dem Debüt für uns ist ja von NK Celje gekommen. Normalerweise müsste ich ja jetzt, wenn ich so ähnlich reagiere, ja diesen Savage hier holen. Aber wir haben jetzt hier gleich die Chance. Nach einem hohen Ball von Olkowski kann Lahti zur Ecke klären. Und die kommt relativ gut herein von Pavel Olkowski, die zweite in der Partie. Zacko Eriksson zögert im 1 gegen 1 gegen Kevin Doyle, sichert das Leder am Ende dann aber doch hier. Und wir haben daraufhin die nächste Chance, 49. Spielminute. Und wir haben das 2 zu 1. John Daly, und damit hören wir die Augsburger Torhymne jetzt. Yes, Mann! Die passt ja. Fünftes Tor hier für John Daly und Pavel Olkowski mit der Vorlage. Nächste Chance jetzt für uns. 58. Spielminute, 100%ige. Bei einer Kopfballverlängerung aus dem Mittelfeld lebt Sebastian Holmen, sodass Banetta alleine auf Zacko Eriksson zulaufen kann. Und Holmen setzt hier nach und kann den Ball der Rangers in höchster Not noch am Abschluss hindern. Schade. Das Stadion hier ist ausverkauft und unser Neuzugang Benjamin Verbic kommt damit zu seiner ersten Partie hier gegen kommt für Tranquillo Banetta, der nur eine 63er Stärke hat. Naja, ist ausbaufähig. Er ist ja noch jung mit seinen 20 Jahren. Jetzt die Ecke von Olkowski. John Daly und Lahti liefern sich ein intensives Kopfballduell, aber Lahti setzt sich knapp durch und klärt. Und wir haben hier 65 Minuten und Verbic fügt sich gleich ideal ein hier mit einer gelben Karte. Hast du klasse gemacht, Herr Verbic. Für dich brauche ich noch ein Spielerbild. Kriege ich aber noch hin. Und wir haben in der Jugend einen neuen Spieler jetzt. Jason Reimann, seinen ehemaligen Jugendspieler, Ex-Torwart, wollte er nicht mehr. Den habe ich dann nach Hause geschickt und wir sehen jetzt einen Ex-Bundesliga-Akteur, Ken Ilzö, für Demba Savage, für den ausgleichenden Torschützen. Und um Ilzö kümmert sich da Pavel Olkowski. Wir können hier mal reingehen und sehen es hier. Düsseldorf hat er gespielt und ich glaube beim VfL Bochum muss der mal gewesen sein. So, Rasmus Schiller sieht hier die gelbe Karte nach einem Foul an Jack Relish. Und ich möchte jetzt noch wechseln, und zwar Erwa und Genda kommt rein für Kevin Doyle, der heute irgendwie ein Totalausfall war. Von ihm kamen keine Aktionen und Aaron Lennon jetzt mit der gelben Karte. Na, herzlichen Dank. Ist natürlich jetzt der Nächste, der raus muss. Und dann darf Kyle Hutton daran. Ist natürlich jetzt blöd gelaufen für Aaron Lennon. Nimmt sich gegen den Linienrichter zu viel heraus und zieht gelb wegen Meckerns. Na, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Aaron, für diese tolle Leistung. Dafür kommt jetzt Kyle Hutton zum Einsatz. In der 67. Spielminute auf der rechten Seite mit einer 70. Und Verbic, oh, das darf doch nicht wahr sein. Muss jetzt wegen der Leistenzerrung raus. Wir können nicht mehr wechseln. Tolle Wurst. Wir spielen jetzt hier praktisch noch 28 Minuten zu 10. Wegen einem Lapsus von mir hier. Kann Krellisch links? Ja, zur Not. Naja, da müssen wir das jetzt halt umstellen. So, muss jetzt hier Olkowski relativ viel mitlaufen. Müssen hier auf jeden Fall gucken, dass wir hier die linke Seite dann ein bisschen zumachen. So, irgendwie muss es ja gehen jetzt. Ist natürlich bitter gelaufen, aber so ist es halt jetzt. Jetzt sind wir 20 Minuten zu 10 hier. Und Valos Salonen kommt jetzt noch rein für Aristide Poncet. Stürmerwechsel hier. McGregor wird sich um ihn kümmern. Und die Sonderbewachung geht auch auf ihn hier. Und wir sagen jetzt mal voller Angriff. Damit hier noch das 3 zu 1 fällt, was uns natürlich ein bisschen mehr Ruhe hier reinbringt. Nach einer sehenswerten Kombination leitet McGregor weiter auf Olkowski. Und wir haben das 3 zu 1, Pavel Olkowski. Yes, Doppelpack heute. Badabam.
ba bam bam ba da bam dam ba da bam ba da bam ba da bam bam ba da bam. Freistoß von rechts, Salonen. Mit einem Freistoß von der rechten Seite, der PC zieht aber völlig und es gibt Abstoß. Aber sie haben die nächste Chance und wir haben den 2:3 Anschluss. Valo Salonen. Das darf doch nicht wahr sein. Das geht eigentlich wirklich nicht hier. Jetzt hat sich hier Kyle Hutton anscheinend noch verletzt. Das darf doch nicht wahr sein hier. Noch 10 Minuten zu spielen. 3:2 hier nach 80 Minuten. Wird es hier ein ähnliches Debakel werden wie jetzt gegen Celtic, wo wir da das 3:3 noch bekommen haben. Und die Chance zum 4:2 haben wir jetzt vergeben. Hier, John Daly. Aber wir haben die nächste Chance. Aber Sakko Eriksson pariert hier den Schuss von Ian Black. Erwa Ongenda verpasst nur knapp. Schade. Das hätte ich ihm wirklich gegönnt hier. 89. Spielminute, 3 Minuten Nachspielzeit hier. Es werden nochmal harte 3 Minuten Nachspielzeit hier. Und Schlusspfiff. Wir gewinnen zwar mit 3:2, aber das ist ein wirklich tückisches Ergebnis. Dadurch, dass die Finnen hier 2 Auswärtstore geschossen haben, reicht ihnen zu Hause ein 1:0, um uns rauszuwerfen. Was natürlich dann sehr bitter wäre. Gucken wir mal in die Statistiken. Dort sehen wir es 61:39% Ballbesitz. 14:5 Chancen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht, wo wir hier sehen, dass Schottland sich auf Platz 18 vorgebessert hat. 0,3 Punkte Rückstand auf Griechenland und wir haben die Schweden überholt. So, Geldstrafe Aaron Lennon. Kriegt er auf jeden Fall 2 Tagessätze, 4000 Euro darf er in die Mannschaftskasse zahlen. Und damit herzlich willkommen hier zum Nachbericht. Der UEFA Europa League hier im Playoff. 3:2 am Ende für uns, knappes Ergebnis. Und wir müssen schon sagen, dass der Gegner heute wirklich ein furioses Spiel gezeigt hat. Die Treffer Demba Savage und Valo Salonen bei uns. War es irgendwie auch in Ordnung, aber Verbic musste mit einer Leistenzerrung raus, fällt dann gleich mal 2 Wochen aus. So habe ich mir natürlich nicht vorgestellt, aber naja, passiert. Pavel Olkowski heute überragendes Spiel gemacht, 2 Tore als Linksverteidiger gemacht, 2,5 in der Note. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas kann, dass er dazu in der Lage ist überhaupt. Muss man schon sagen, es war ein wirklich klasse Spiel von ihm. Aber genauso Aaron Lennon, 2,5 in der Note, genauso Jack Relish, gutes Spiel gemacht, John Daly, der auch Spieler des Spiels bei uns wird, Kevin Doyle mit der Vorlage 3,5 und alle 3 Einwechsler hier mit einer 4. Unsere beiden Ansprachen haben ja funktioniert, es sah zur Pause ja nicht so aus, sehen Sie jetzt in den Schüssen, 6:4 Schüsse, 4:2 aufs Tor, 2:2 vorbei, 8:4 Chancen und 61:39% Ballbesitz. Für uns ist doch zumindest auch nochmal schön anzuschauen. Und Spieler des Spiels John Daly. Jetzt gucken wir mal in die Ergebnisse. Sehen Sie, Rapid Bukarest setzt sich 2:1 gegen Rusen Berok durch, glaub auch aus Slowenien. Heart of Midlothian 1:1 gegen Lech Posen. Da ist es noch nicht entschieden. 2:2 zwischen Malmö und Manchester 62 FC. Vojvodina 1:0 erfolgreich gegen Ekranas Panevic oder so. St. Patrick's Athletic gegen Chieri Budapest 1:1. Viktoria Pilsen 1:0. Dann unsere Partie 3:2. Kalmar gewinnt 2:0 gegen FC Dacia. Standard Lüttich 4:1 erfolgreich gegen Ferencváros Budapest. MSK Selina 4:1 Erfolg gegen Asteras Tripolis. 2:2 zwischen Rosenborg Trondheim und SK Rapid Wien. Legia Warschau gewinnt 2:0 gegen Anatosis Famagusta. Genkler Bilici 3:2 erfolgreich gegen Cele Zenica, der Ex-St. Paulianer Denis Naki hier mit dem Treffer. 4:0 Erfolg von Dinamo Zagreb über Metalurg Donetsk. Valencia mit dem 2:0 gegen Ajax, 1:1 zwischen Tottenham und Besiktas. Hoffenheim 4:2 erfolgreich gegen KC Genk.
FC Brügge gewinnt 3:0 hier gegen Atromitos Athen. Castillo mit einem Treffer, der Leihgabe von Mainz 05 im Moment. PAOK Thessaloniki 4:0 gegen SC Wiener Neustadt. Lyon gewinnt durch den Treffer von Alexander Lacazette hier mit 1:0 gegen Apollon Limassol. Rubin Kazan gewinnt das Hinspiel hier mit 2:0. Wo sind sie denn? Da 2:0 gegen FC Zürich, Metalist Kharkiv gegen Ebsberg. 1:0 Erfolg von Metalist. Clayton Xavier mit dem Treffer. Celtic Glasgow 4:1 gegen Espanyol Barcelona. Manchester City gewinnt 2:1 gegen Fenerbahce. Matija Nastasic, der jetzige Neuzugang von Schalke 04, gewinnen hier mit 2:1. Borussia Mönchengladbach, unsere Football Manager 2015 Mannschaft, gewinnt hier mit 5:1 gegen RC Anderlecht. Hat eine gute Ausgangsposition da für das Rückspiel. Panathinaikos 0:0 gegen FC Parma, FC Porto 2:0 gegen SV Ried. Dynamo Bukarest gewinnt 2:1 gegen Lille. ZSKA Moskau gewinnt 4:0 auswärts beim FC Luzern. Dynamo Kiew mit einem 2:1 Erfolg und Feyenoord gewinnt durch das Tor des Ex-Primas Hugo Almeida mit 1:0 bei Partizan Belgrad. Jetzt zu den Stimmen. Da sagte ich, es war das erwartete Spiel gegen einen kompakten und sehr gut eingestellten Gegner. Wir haben sehr geduldig und mit hoher Konzentration auf unsere Chance gewartet. Das hat letztendlich zum Erfolg geführt. Wir haben uns nicht von außen beeinflussen lassen und mit Geduld und ein Stück Gelassenheit in der zweiten Halbzeit weitergespielt. Und Trainer Tommi Tiihinen von HJK Helsinki. So viele Spieler haben heute unter ihrer Form gespielt. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, sodass sich zwangsweise Torchancen für den Gegner ergeben mussten. Und Zitat des Tages von SV Ried, der FC Porto ist doch keine Gurkentruppe. Und damit gehen wir dann weiter. Und wir müssen schon sagen, in den letzten vier Partien sind immer jeweils drei Tore gefallen für uns. Und wir sehen es hier, Kottescher feiern Felix Magath, Domenico Berardi von den Glasgow Rangers verpflichtet. Domenico Berardi hat heute für 3 Jahre beim FC Fulham unterschrieben. Damit hat es nur knapp eine Woche bis zur Einigung gedauert. Die Londoner lassen sich den Transfer etwas kosten, denn die Ablöse von 8,5 Millionen liegt deutlich über dem geschätzten Marktwert von Berardi. Dass der Stürmer wechselt, ist eine große Schwächung für die Glasgow Rangers. Würde ich so nicht sehen, weil wir haben die Möglichkeit, ihn hier zu holen. Und er kann es ja relativ schnell machen, trotz seiner 3 Sterne. Und wir sehen es hier komischerweise, die Bewertung, finde ich, ist eine Katastrophe. Weil, wie gesagt, wir spielen das Ganze hier auf schwer, dass sowas hier überhaupt angezeigt wird. Finde ich überhaupt nicht gut. Weil man so ungefähr sehen kann, was der Spieler möchte. Und das ist nicht so gerade das, wo man denn möchte. So, 2 Jahre Option für den Spieler, 1 Jahr Option für uns. 1 Million möchte er verdienen. Große Zukunft muss Geduld haben. Wirst auf jeden Fall einige Male spielen. 3-Jahres-Vertrag. Ich würde mal sagen, 2 Jahre plus Option. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. Sehen hier, Erwaun Gender hat eine neue Erfahrungsstufe und bei Stephen Naismith müssen wir noch ein bisschen höher gehen. Versuchen wir es doch hier mit 3 Millionen. Wird wahrscheinlich immer noch zu wenig sein. So, und wir sehen, Christian Atsu ist schon da. Transferflop. Na, das fängt ja schon klasse an. Das fängt ja schon klasse an. Verbitsch fällt 2 Wochen aus, das wissen wir. Erwaun Gender erreicht neue Erfahrungsstufe, ist jetzt auf der 2, was glaube ich heißt minus 2. Aber er hat jetzt ein 73er Grundstärke, ist doch zumindest auch schon mal positiv. So, Statusbericht Verletzungen, Ablöse wurde akzeptiert, neues Angebot für Naismith aufgegeben, Transferflop. Neuverpflichtung Christian Atsu stellt sich ein wenig als Flop heraus, er ist etwa einen Punkt schwächer als sie bisher angenommen haben. Hat eine 65, naja. So. Darren McGregor ist hier zufrieden, ist der absolute Knaller. Damit haben wir zumindest schon mal alles richtig gemacht. Sag mal doch gleich mal herzlich willkommen hier bei unserem Christian Atsu.
müssen wir hier bei ihm auf jeden Fall noch einige Trainingsziele einstellen, die an sich ja nicht schlecht sind hier von den Werten. Mal gucken, vielleicht hier mal gucken, Position rechter Mittelfeldspieler, macht er mal auf eine 100. Nehmen wir mal die Beweglichkeit bei ihm raus, dafür den linken Mittelfeldspieler auf 100 bringen und den Linksaußen noch auf 100 bringen, damit wir ihn da auf jeden Fall einsetzen können. Und anstatt des Dribblings nehmen wir dann jetzt wieder die Schnelligkeit mit rein. Weil eine 70er Schnelligkeit, das ist nicht wirklich gut. So. So, Christian Atsu ist da, Rücken Nummer 9. Ne, ich würde mal sagen die 15. Webseite. Chianabi Burt, Trainingziele erreicht und die Kooperationsverträge wurden abgelehnt. Da habe ich jeweils versucht, mit Regionalligisten bzw. Drittligisten aus Deutschland das zu machen. Hier mit Hansa Rostock, mit den Stuttgarter Kickers oder Alemannia Aachen. Müssen wir wohl noch mal ein bisschen nachlegen. So, er hat schon alles erreicht hier, der Junge. Der macht sich auch ganz ordentlich, muss man schon sagen. So. Haben wir gemacht. Franz Müller Trainingsziel. Oh. Da muss ich jetzt nochmal extra rein. Der auch einen Mentor braucht, wie es aussieht. So, und hier in der B-Jugend ist er schon. Jason Reimann hat jetzt einen neuen Spieler, wie ihr sehen könnt. Jetzt den 4-Sterne-Mann, den wir ja vor kurzem noch hatten. Bei Stefan Kloß werde ich es selber machen. So, da ist er doch. Meine Herren, meine Herren. Da entwickelt sich auch ein echtes Talent hier ran. Muss man schon sagen, also bald muss man ihn aus der Jugend rausholen, wenn er so weitermacht. So, das haben wir gemacht. Standesgemäße Vorstellung für Christian Atsu. Und sehen Sie hier die Verletzung von Verbitsch, da darf dann auf jeden Fall Atsu gleich schon mit in den Kader. So, Englisch kann er zum Glück, von daher haben wir da schon kein Problem. So, tun wir das hier gleich mal hochschrauben. Falls da jemand kommt. So, und Samaras darf dann gleich hier wieder anfangen in der Liga. Alex Pierce braucht wohl noch die Pause. Ist wohl noch ein bisschen gelätscht sozusagen. So, Kemar Roof verstärkt das linke Mittelfeld von Stunrare, den sie geholt haben von West Brom, okay. So, und damit haben wir es dann geschafft zum Auswärtsspiel gegen Dundee United, gegen den Tabellen-9. Tabellen-6 sind wir jetzt im Moment, dadurch, dass die anderen gespielt haben. Und wir haben 4 Nachrichten, Fernsehshow. Sollen wir hier bei Schlag den Rab mitmachen in Schottland? Bekommen wir 40.000 Euro nochmal. So, er hat den rechten Mittelfeldspieler, Baluli. Da müssen wir dann auch mal gucken, dass er irgendwann mal zum Einsatz kommt. Salih Gomma jetzt auf der 10, können wir eh nicht holen. Und ich muss ein bisschen was verschieben. Von unserem Transferbudget. Damit wir auf den Gehältern hier ein bisschen haben. Weil Steven Naismith wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld fordern. Da können wir ja gleich mal reingucken hier. In Verhandlungen mit den Glasgow Rangers, also da haben wir da möglicherweise, wenn er kommen sollte, nochmal eine Legende, die ja unseren Verein wirklich gut kennt. Und wir haben, wie gesagt, den Spieltag jetzt schon erreicht. Will gerade mal gucken, wie wir das Ganze aufstellen, aber ich denke mal, das wird soweit passen. 9er Form von Bell war ja auch wirklich eine Hundsleistung, die er gezeigt hat jetzt gegen HJK Helsinki, hätte er besser machen können. Aber naja, so ist es halt eben im Fußball. Kann man halt nicht immer manipulieren sozusagen. Es kommt, wie es kommt. Und man muss sich halt mit dem zufrieden geben, was letztendlich als Ergebnis da ist. So.
Und dann würde ich doch mal sagen, beenden wir.